Und herzlich willkommen zurück zu EU. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder etwas Schiss davor, weiterzumachen. Es gab übrigens heute ein Update, habe ich gesehen. Und zwar wurden da ganz viele Sachen angepasst. Unter anderem gibt es jetzt auch die Möglichkeit, auf einen Fenstermodus zu wechseln, was ich dann natürlich gemacht habe. Das heißt, wenn ihr meinen Cursor seht, den kann ich jetzt nach rechts rüberschieben. Oh, hier kann man jetzt auch die Sachen anklicken. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon war. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Neben einigen anderen Sachen stand da auch was von Bossgegnern. Bossgegner können das Schild des Spielers angreifen und dessen Block-Lebensdauer verringern. What the hell? Also, wir gehen jetzt erstmal einfach rein. Aber ich hoffe, dass wir noch auf keinen Bossgegner treffen werden. Weil ich habe gerade ehrlich gesagt schon jetzt ein wenig Schiss davor. Okay, wir starten in den Wolken. Na gut. Jo. Nein, das war die falsche Taste. Ist er kaputt? Ja, er ist kaputt. Ah, Mann, ich wollte gerade... Ich habe auch ein leichtes Problem, muss ich dazu sagen. Das einmal vorweg. Ich habe mich heute Morgen geschnitten und kann den Controller jetzt gar nicht mehr so richtig halten, weil es so blöd an meinem Finger ist, dass das jetzt die ganze Zeit total mies wehtut. Das wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Und ich habe vergessen, wie man blockt. Also mit links blocken, nicht mit rechts. Das ist eigentlich logisch, aber naja. Ich meine, wir reden hier von mir, ne? Da ist das schon mal klar, dass ich schon mal vergessen kann, mit welcher Seite ich angreife und mit welcher Seite ich blocke. Ist ja jetzt auch schon wieder 2-3 Tage her, dass ich dran war am Spiel. Oh, ich hab's gewusst. Kommt wieder irgendwas? So. Einmal runter. Nein, nicht schon wieder. Hallo? Ah! Nein, 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 nein. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Nö. Der war gemein. Oh! Oh mein Gott. Ich hab mal halb... Ich bin jetzt aber auch selten blöd gelaufen, muss ich sagen. Jetzt ist das Problem. Das ist doch eine Batterie, oder? Achso, ich dachte schon, da wäre eine Falle drin. kann ich da oben drauf springen? Ich hoffe. Nein? Achso. Ah. Ah, cool. Das ist richtig cool. Und richtig gemein. Nein. So. Nein. Das ist noch gemeiner. Ich könnte die Entwickler manchmal erschlagen, ganz ehrlich. Warum geht die Wolke jetzt hier weg? Oh mein Gott, war das bei der ersten auch so? Ja, komm, hier war doch gerade noch eine Wespe, oder nicht? Ja, meine ich doch. So. Du kriegst jetzt erstmal eins drauf. Ich weiß jetzt wieder, mit welcher Seite ich drücken muss. Ist wieder alles gut. Ich komme wieder rein. Die geht hoffentlich nicht weg, weil ich muss ja erstmal hier reingehen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ehrlich. Sowas können die mir noch nicht antun hier. Woran merke ich denn, welche Wolken kaputt gehen und welche nicht? Okay. Na, na, na. Ich komme hier von der übelsten Ecke. Oh. Hä? Moment, war das jetzt eine neue? Habe ich die kaputt... nicht eben kaputt gemacht? Oh Gott, okay. Also ich kriege hier schon Herz, Kaspar. Das wollte ich nur schon mal erwähnt haben. Gut, also da, überall wo die Blätter sind, das scheint gut zu sein.
Hallo. Ja, mach die bloß nicht kaputt. Lass dich einfach kaputt machen. Kein Thema. Mein Gott. Okay. Ach, jetzt sehe ich es gerade. Ja, die geht wirklich weg. Immer mal wieder. Okay, und die? Die anscheinend nicht. Jetzt muss ich vor jeder Wolke... Oh, oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Da muss ich aber auch nochmal hoch. Oh Gott. So, Moment. Nein. Hallo. Du sollst mich nach unten lassen. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, da kommt wieder irgendwas Gemeines jetzt, oder? Fähnchen, Fähnchen. Fähnchen ist immer gut. Allerdings bedeutet das normalerweise auch was Schlechtes. Nein, ich wusste es. Oh, 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 oh. So nicht, mein Freund. So nicht. Komm rüber. Doch nicht von da. Oh. Nein. Nein. Nein! Nein! Lasst mich in Ruhe! Nein! Wieso hat er kein Schild mehr? Nein! Ach komm! Oh, ich hasse diese Wespen. Ich weiß schon warum. Okay, Fähnchen. Boah, wenn man das jetzt... Oh Gott. Ich habe so einen Schiss, gerade darunter zu gehen. Meine Stimme versagt gerade auch. Das fängt dann ja so schön an, ne? Mal eine, da denkst du, oh ja, das könnte klappen. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, Leute. Oh, ich kann nicht springen. Ja. Okay, das wird meine nächste Hassstelle. Ich merke das schon. Das war auch, glaube ich, das letzte Mal, dass ich jetzt nur anfangen konnte, oder? Ich habe schon ganz schwitzige Hände. Ich kann schon den Controller gar nicht mehr halten. Daran liegt das, dass ich Controller nicht mehr halten kann. So. Das ist ganz gemein hier. Ja, ja, ich weiß, das ist extra so konzipiert, dass man sich hier nicht einfach hinstellen kann und die von da aus wegballern kann. Das ist mir schon klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen da noch mehr? Ich weiß nämlich nicht, ob da links noch was war. Ich glaube, da war aber nichts mehr, ne? Oh. Oh. Oh, Mann. Also es tut mir leid, wenn ich immer so leise bin, aber ich konzentriere mich dann immer in dem Moment. Und krieg vielleicht auch das ein oder andere Mal gerade die Krise dann in dem Moment. Das kann auch passieren. Okay. Ich wusste, dass jetzt so ein Viech kommt. Ich wusste es. Mach das Teil kaputt. Nicht mich. Das Holz. Mann. Och nein. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen. Ah.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich fürs Leben brauche. Ich glaube, dass ich das hier fürs Leben brauche, oder? Die Sachen, die sind, glaube ich, nur für die Ausrüstung. Ich nehme mal das hier. Oh, nee. Habe ich schon gesagt, dass ich, dass das meine Hassstelle jetzt neuerdings ist? Oh Mann. So, komm, komm, komm. Willst du mich veräppeln? Nein! Geh weg! Oh. Boah, ist nicht euer Ernst. Jetzt habe ich wieder nur ein Leben. Jetzt ist das so gut gelaufen die ganze Zeit. Genau, zieh mir noch mal ein halbes Leben ab, damit ich dann gar nichts mehr habe, womit ich dann gleich. Och, komm. Och, komm, ich hab doch auf die eingestochen, ganz ehrlich. Das nervt. Ach, das muss ich jetzt jede Runde machen. Ist das euer Ernst? Oh Gott. Ich sollte keine Spiele spielen, die mich zur Verzweiflung bringen. Vor allen Dingen nicht, wenn man immer die gleichen blöden Stellen nochmal neu machen muss. Oh Mann. Jetzt nicht auch noch so. Nein, jetzt nicht auch noch weiß werden. Dann sehe ich gar nichts mehr. Die haben zwar Leuchtfarbe hier, die Viecher, aber. Mach das weg. Ja? Okay. Ja, so nicht mit mir, mein Freund. So nicht. So. Jetzt aber. Komm. Oh. Wie gesagt, ich traue mich hier schon gar nicht mehr zu laufen teilweise. Ist doch nicht wahr. Dann komm mit nach hier, wenn du schon zu blöd bist, richtig zu fliegen. Mann. Ja, klar. Aber er sticht mich trotzdem, obwohl ich mitten im Block bin. Mann. So. Och, komm. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, weil ich gedacht habe, ich könnte die Wespen kaputt machen, weil ich da drauf springe. Das war schon mal Punkt Nummer 1. Bis ich dann festgestellt habe, dass die wiedergekommen ist. Aber Punkt Nummer 2 war jetzt. Oh, ich verballer die Dinger heute alle, ich merke das schon. Punkt Nummer 2 war jetzt, dass dann da auch noch so eine blöde Falle drin war. Die habe ich jetzt natürlich. Die kannte ich noch nicht. Oh Gott, die war auch an der übelsten Stelle. Okay. Hallo, so nicht, meine Freunde. Aua! Geht's noch? Schieben die mich da einfach rein? Also wenn ich pleite bin, müssen wir leider mit der Folge aufhören, weil dann kann ich nicht mehr. Oh. Ich sage, diese Wespen werden nicht mein Lieblingslevel sein. Das mit den Ameisen, das fand ich noch alles total süß und so, aber so ist das echt. Oh. Oh, nein, mach das Schild wieder rein.
Komm schon, komm schon. Zeit. Geh auf null. Los, los, los. Oh, danke. Ja, genau, jetzt kommen doch noch alle auf einmal. Kein Thema. Naja. Aber ich meine, vom Herzergebnis her, um nach hier zu kommen, ist es auf jeden Fall besser als sonst. So, dich brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Du schaffst es ja nicht, auf meiner Linie zu fliegen. Also machen wir dich hier kaputt. So. So. Das ist übel. Das ist ganz, ganz übel. Nein! Oh, ich habe gedacht, ich könnte einen Dreiersprung machen. Ich kann ja nur einen Doppelsprung machen. Nein! Hallo? Spiel? Es wäre ganz schön, wenn du reingehen würdest. Ah, okay. Ich habe jetzt mit der Maus drauf geklickt, da funktioniert es jetzt wieder. So, die erste ist okay. Die erste kriege ich noch hin. Danach wird es allerdings kompliziert. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Ah. Nein. Geht's noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, lass die Zeit ablaufen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß. Krieg's wieder nicht hin. So. Okay. Krieg hier, glaube ich, gleich einen Anfall, wenn ich das Level nicht schaffe. Also wenn das in dem Tempo weiterläuft und wir jetzt pro Folge mal ein Level machen, ja, dann Prost Mahlzeit. Dann dauert das noch ein bisschen länger, bis wir durch sind mit dem Spiel. Sag mal, willst du mich jetzt? Du wolltest mich hinterrücks angreifen. Wieso kommst du nicht so wie sonst immer? Das versaut mir jetzt allerdings hier die Position. Hallo, geht's noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, da werde ich jetzt nicht reinspringen. Ich muss mich jetzt gerade richtig konzentrieren, es tut mir leid. Nein, das ist nicht euer Ernst. Nein, nein, nein! Och komm, wieso rutscht der da ab? Wenn ihr irgendwann einen lauten Knall hört und das Bild nicht mehr übertragen werdet, dann habe ich meine Tastatur in meinen Monitor reingehauen. Oh. Ich hasse diese schmalen Dinger. Da rutschen die so gerne von ab. Der ist auch schon wieder nicht auf der Höhe, wo er normalerweise ist. Nein, geh weg. Geh weg, los. Ja, das Problem ist, man kann sich auch nicht davor schützen, dass die einen dann so stechen. Weil die fliegen einfach mal eben im letzten Moment über einen drüber. Und das ist total nervig, ehrlich gesagt.
Also da geht auch ein bisschen der Spielespaß flöten. Ich meine, wenn die wenigstens immer so in der gleichen Art und Weise dann handeln würden und man dann irgendwann rausbekommt, okay, so kann ich es machen. Aber die machen halt immer was Unterschiedliches. Die kommt auch schon wieder sehr tief. Wobei in der Regel die erste geht noch, aber die danach, die sind halt... Nein, Leute, nein. Die zum Beispiel auch schon wieder. Die kommt jetzt komplett anders wieder zurück, sodass man die bloß nicht stechen kann. Oh. Oh. Okay. Also wenn ich ruhig werde, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich mich... Ja, spring bloß nicht. Dass ich mich entweder konzentriere oder gerade total genervt bin. Oder in dem Fall jetzt beides. Und dich nehmen wir... Jetzt sehe ich wieder nichts. Ist die jetzt weg? Hab ich die jetzt getroffen? Hä? Die doch nicht getroffen. Und hier zum Beispiel, das sind so Sachen, da muss man sich einfach drauf verlassen können, dass sie auch wirklich da kommen, wo das angezeigt wird. Oh. Nein, wieso springt der nicht? Och, komm. Muss ich dreimal die A-Taste drücken? Das ist doch nicht normal. Also wenn man läuft, dann kann es schon mal ein bisschen sein, dass das so ein bisschen blockiert wird mit dem Springen. Das ist mir öfter mal aufgefallen. Je nachdem, was das halt gerade für eine Stelle ist. Aber es ist halt trotzdem nervig, wenn ich ehrlich bin. Ja, natürlich musst du jetzt wieder als Einzige da drüber fliegen. Du auch wieder, ist klar. Oh, jetzt mach das weg, mach das weg. Oh Gott. So, das sah jetzt cool aus, ne? Beide auf einen Schlag. So. Ich habe das so im Gefühl, dass ich normalerweise kurz vorm Ende sein muss. Ja, ich weiß, ich darf mich nicht mit dir da unten anlegen, weil du sowieso nicht so funktionierst, wie du solltest. Nein! Oh, spring bloß nicht doppelt. Das ist das, was ich meine. Man drückt zweimal auf die Sprungtaste und der springt einmal und dann voll ins Grüne rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich EU mit den Entwicklern gegen mich verschworen hat. Was ist jetzt? Hallo? Achso, ich habe aus Versehen im anderen Monitor geklickt, glaube ich. Ja, spring bloß nicht. Spring bloß nicht. Kein Thema. Lass dich einfach kaputt machen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Oh. Ja, dann kommen die vom Außenbaum raus. Willst du mich jetzt? Komm, ist egal. Ich glaube auch nicht, dass wir das Level heute schaffen in der Folge. Weil dafür bin ich ehrlich gesagt von der Stelle einfach zu genervt gerade. Also wenn ich irgendwas aus diesem Spiel entfernen könnte, dann sind das diese blöden Wespen. Oder zumindest die Art und Weise, wie die sich verhalten. Also dass sie dann
über einen einfach mal drüber und mal eben klatscht so den Stachel ins Gesicht, damit man dann bloß auf jeden Fall noch ein Leben runterhaut. Anstatt, dass man irgendeine Chance hat. Also das ist schon echt nervig. So, jetzt mach um Gottes Willen diese verdammte Zeit runter, ohne dass was kommt. Oh. So. Hier werde ich jetzt nicht wieder vergessen, zurückzugehen. Das habe ich ja letztes Mal leider vergessen. Und die kommt jetzt schon. Oh. Und die ist jetzt auch schon wieder... Na, ach komm. Man geht einen Schritt runter, drückt auf die Sprungtaste und rutscht einfach weiter. Also heute ist echt der Wurm drin irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe dann auch meine ganzen teuer verdienten Bits, Bytes, keine Ahnung was, sind dann auch gleich weg. Ja, ich würde sagen, ich mache noch 3 Versuche. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann brauche ich erstmal irgendwas, um runterzukommen. Dann versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Weil ich bin ganz ehrlich, das zerrt gerade ziemlich an meinen Nerven. Dann dieser ewige Wechsel zwischen normaler Ansicht und jetzt sieht man nichts mehr. Ja, natürlich kannst du mich wieder von hinten angreifen. Natürlich. Na komm schon. Oh ja, jetzt rutscht mir auch noch am besten jetzt hier in das grüne Zeug rein. Also ich sag jetzt mal Giftmüll. Na? Na? Eben habe ich dich doch auch getriggert, ohne dahin zu gehen. Aha, geht doch. Ja, wenigstens kann ich es jetzt wieder vernünftig machen. Kannst du jetzt bitte auch springen, wenn ich hier rechts rüber will? Danke. Scheiß auf das Ding. Ja, ach komm, ganz ehrlich. Ach, das war das. Mhm. Da runter. Nein, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst jetzt. Nein! Och, komm! Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich brauche echt eine Pause für heute. Ich denke mal, dass wahrscheinlich jetzt das Ziel irgendwo da in der Nähe gewesen wäre, aber... Also, nee, ich habe dafür zu wenig geschlafen, um mich jetzt die ganze Zeit bei sowas aufzuregen. Ich meine, das Spiel an sich ist wirklich cool und ich weiß auch, dass man sich bei Jump-and-Run-Spielen halt oft aufregt. Aber wenn man jetzt schon eine halbe Stunde an dem gleichen Level hängt und quasi immer an der gleichen Stelle und jetzt gerade am Ende dann mal ein bisschen weiterkommt, ich brauche eindeutig eine Pause für heute. Also ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge das Ganze vielleicht hoffentlich etwas besser machen können. Aber nee, am Spielen in dem Sinne liegt es nicht. Das war jetzt wirklich so, boah, du musst hier weg. Ich glaube, eine Wespe war da gerade, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und bäm, einfach nach dem Springen in kleine Menge Giftmüll, die ich nicht gesehen habe, rein. Und ja, ich will jetzt auch nicht sämtliche Bits und Bytes da für verschwenden eigentlich, um da jetzt immer wieder weitermachen zu können. Deswegen,
ja, ich hoffe, für die nächste Folge habe ich dann einen besseren Schlaf gehabt, beziehungsweise einen längeren Schlaf gehabt. Konzentration ist es an sich eigentlich nicht, sondern es ist wirklich so dieses, wie soll ich das sagen? Dadurch, dass ich zu wenig geschlafen habe von gestern auf heute und schon die zweite Woche jetzt am Stück Migräne habe, beziehungsweise heute habe ich jetzt noch nicht so, das ist eher so eine unterschwellige Migräne. Ja, aber dadurch bin ich halt auch ein bisschen gereizter, gerade was solche Spiele betrifft, und ich hoffe inständig, dass das beim nächsten Mal nicht so sein wird. Es ist, wie gesagt, nicht das Konzentrieren an sich, es ist dieses sich mehr darüber aufregen, wenn man es nicht schafft. Und je mehr ich mich dann aufrege, umso schlechter wird das dann letztendlich. Und ja, da ist es dann manchmal wirklich besser, wenn ich dann einfach sage, okay, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und schauen dann bei der nächsten Folge nochmal, die dann ja ungefähr ja, in einer Woche, etwas weniger als eine Woche rauskommt. Schauen wir dann nochmal nach und hoffen, dass es mir dann besser geht von der Grundvoraussetzung her, also sprich von meiner Verfassung her, und dass ich mich da nicht so schnell aufrege und dass ich dann dadurch, dass ich mich da nicht so schnell aufrege, dass vielleicht auch danach bei dem 20. Versuch oder so dann besser kann. Vielleicht komme ich auch beim nächsten Mal direkt beim ersten Versuch durch, das wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube nicht an Wunder. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!